aber er hat versagt. Alkohol, um nicht zu vergessen, das ist das siebte Glas. Weißt du, wie es ist, wenn dein Kopf versagt, sich alles dreht und man kommt gar nicht klar. Ich deinen Namen rufe, aber du bist gar nicht da. Es war alles wunderbar, ihr Name Julia. So, jetzt stehe ich hier zusammen vor dem Kölner Dom, wunderschönes Wetter, mit Energy, Sprache der Jugend, und habe ein paar Fragen an ihn. Wann hast du angefangen, deine ersten Rap-Texte selber zu schreiben? Angefangen mit Musik habe ich so mit 13, 14 ungefähr, und zwar, ich war nicht der beste Schüler und dann bin ich in der Schülerhilfe gelandet und dort war mein bester Freund. Marcel Rauch alias MM1, und der hat zu der Zeit schon Hip-Hop gemacht und so bin ich dann dazu gekommen. Und wann war dein erster Auftritt, Energy? Wann ging es los für dich mit deinem ersten selbst getexteten Rap-Song? Wo bist du aufgetreten? Also der erste Auftritt war 2005 in unserer Realschule und das war ziemlich witzig, weil das waren 300 Leute circa und die Schüler waren alle total begeistert und haben geklatscht und die Lehrer waren halt total schockiert über unsere rauen Texte, die wir damals gemacht haben, haben halt alle den Saal verlassen, haben protestiert. Also war eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Energy, wieso der Titel, die Bezeichnung Sprache der Jugend? Also Sprache der Jugend ist 2005 entstanden. Das war ein Lied, das ich mit Freunden aufgenommen habe. Und wir hatten halt eine sehr große Klappe damals, wie es halt für Rapper so üblich ist. Und ich finde auch, dass Rap so die Sprache der Jugend ist, weil du halt viele Themen ansprechen kannst für Jugendliche, die sich da drin wiederfinden. Und wen genau möchtet ihr erreichen? Sind das die Jugendlichen oder sind das noch ein paar mehr? Wer ist das genau? Also auf jeden Fall die Jugendlichen, aber ich hätte auch gerne so älteres Publikum, das ich erreiche, dass die sich mal Gedanken machen über die Jugend und nicht nur hört, hey, da kommt jetzt so ein Rapper dahergelaufen, der benutzt Schimpfwörter, sondern dass sich auch mal Gedanken machen, warum benutzt der Schimpfwörter, warum flucht der, was ist sein Problem? Und ich habe auch generell so das Gefühl, in Deutschland, du musst dich immer entschuldigen, Älteren gegenüber, dass du so jung bist, dass du deinen eigenen Kopf hast. Und ich habe echt so das Gefühl, viele Ältere haben vergessen, dass sie auch mal jung waren und was sie selbst so angestellt haben in ihrer Jugend. Wenn du das so sagst, dann beschäftigt dich natürlich sehr viel, wenn du deine Texte schreibst. Was inspiriert dich genau? Also mich inspiriert zum einen Literatur. Ich habe Kafka gelesen, Bertolt Brecht fand ich sehr beeindruckend. Jetzt nicht, dass ich seine politische Meinung teile, aber mit was er sich auseinandergesetzt hat, finde ich interessant. Dann mein Alltag inspiriert mich, Erlebnisse von Freunden, Nachrichten. Ich gucke mir auch andere Künstler an, was die so musikalisch machen. Also ich bin da relativ offen. Das heißt also, du schreibst deine Texte und fühlst dich dann immer ganz neu ein in das, was du schreibst. Du hast deinen neuen Song, Julia. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr verraten? Julia ist letztes Jahr entstanden und ich wollte damit eine Geschichte von einem Freund verarbeiten. Also Julia hat es nicht wirklich gegeben, aber ich wollte Julia quasi mit diesem Song personifizieren, wie man so schön sagt. Ja. Und zu deinem neuen Song, Julia, gab es mit dem Radiosender Newcomer Radio ein CD-Cover-Model-Contest. Wie ist es dazu genau gekommen? Ganz unspektakulär. Ich habe Jochen Ringel von Newcomer Radio Deutschland angerufen und habe so aus Spaß gemeint, hey, pass auf, ich habe da ein neues Lied, ich würde da gern was Besonderes machen im Cover. Und er war sofort begeistert und hat gemeint, alles klar, kein Problem, machen wir alles, ich regel das. Und an der Stelle, Jochen, nochmal vielen Dank an dich, du hast alles super gemanagt und wenn ich dich nicht hätte, hätte ich wahrscheinlich immer noch Chaos. Vielen Dank an dich an der Stelle. Und zu deinem neuen Song wird es sicherlich Auftritte geben, die folgen. Wie ist das so? Wie geht's weiter? Gibt's eine Tour? Ist da was Besonderes geplant? Also Tour gibt's nicht, weil ich will unbedingt 10.000 Euro. Ich will jeden Tag Cola trinken und Pizza essen. Und Jochen findet, ich werde dadurch zu dick und deswegen habe ich die Tour gecancelt. Nein, das natürlich nicht. Also Tour ist für mich, sag ich mal, ein Traum in den nächsten Jahren, aber ich will langsam darauf aufbauen, auf jeden Fall. Ja, das klingt alles auf jeden Fall vielversprechend und wir wünschen dir natürlich dabei und bei deinen ganzen Visionen, kommen wir nochmal gerade zu dem Punkt Visionen. Was hast du für Visionen? Magst du dazu noch was verraten, bevor wir weitergehen? Gerne, also Visionen habe ich keine. Ich würde es unterscheiden in Ziele und Träume.
meine Ziele war jetzt erstmal mit euch das Interview. Vielen Dank auch an dieser Stelle. Dann, ich möchte im Sommer ein Sommerlied machen. Ich würde dazu gerne ein Video in einem Club drehen. Also wenn das hier jemand sieht und der sagt, hey, der Junge ist sympathisch, das ist Werbung für meinen Club, der kann bei mir ein Video drehen, meldet euch auf jeden Fall. Ich würde mich freuen. Meldet man sich dann bei dir persönlich oder bei Newcomer Radio? Wie ist da im Moment der Gang der Dinge? Also ihr könnt euch bei mir melden oder auch bei Newcomer Radio Deutschland direkt und die vermitteln dann auf jeden Fall. Ihr könnt euch auch gerne bei Köln Inside TV melden, denke ich mal. Das auf jeden Fall. Das nehmen wir gerne an und alle Anfragen an uns. Dankeschön und weiterhin viel Erfolg. Danke. Dein Foto, die Augen werden wässrig. Wie soll ich ihn verkraften, den Schmerz, der festsitzt? Wie soll ich ihn verkraften, den Verlust für immer? Denk ich an deine Beerdigung, wird alles noch schlimmer. Ich hatte dich doch in mein Herz geschlossen. Jetzt sitz ich zu Hause, bin im Zimmer eingeschlossen und starr auf die Wände. Hab schlaflose Nächte, so wie zitternde Hände. Für dich hatte ich nur echt, ich mein echte Gefühle. Alles ist okay, das ist nur ne Lüge. Hier herrscht nur Kühle und ich vermisse die Wärme, die du mir gabst. Ich hab ihn nicht verkraftet, diesen Schicksalsschlag. Ich vermiss dich, Schatz, ich hasse die Einsamkeit. Ich will an unserem Platz sitzen zu zweit. Hier haben wir immer gesessen, über alles erzählt und Witze gemacht, du hast immer gern gelacht. Ich kann dich nicht vergessen, weil du in meinem Herzen bist. Kann dich nicht vergessen, weil du in meinem Herzen bist. Kann dich nicht vergessen, denn du musst es fortgehen. Kann dich nicht vergessen, muss an deinem Grab stehen. Ich kann dich nicht vergessen, weil du in meinem Herzen bist. Kann dich nicht vergessen, weil du in meinem Herzen bist. Kann dich nicht vergessen, denn du musst es fortgehen. Kann dich nicht vergessen, muss an deinem Grab stehen. Ich sitze an unserem Platz, sitze hier und wein. Ich bin ganz allein und ich vermisse dich. Jetzt schon eine ganze Weile, mein Herz ist zerbrochen, wenn ich daran denke. Was hatte ich dir versprochen? Selbst der Urlaub war geplant, der Schrecken kam zu schnell. Keiner hatte was geahnt, Schatz, bitte sei mir nicht böse. Ich kann nichts fühlen, geschweige denn essen. Kann nicht verzeihen oder es vergessen. Der Tag, an dem du starbst, hörte man mein Herz brechen. Ich hab kein Herz mehr, du wurdest mir genommen. Bin von den Kopfschmerzen noch etwas benommen. Ich kann ihn nicht vergessen, diesen Blutfleck auf dem grauen Beton. Er hat dich überfahren, dann ist er abgehauen, statt die Verantwortung zu tragen. Ich hörte den Krankenwagen, aber er kam zu spät. Du bist verblutet in meinem Arm. Ich kann dich nicht vergessen, weil du in meinem Herzen bist. Kann dich nicht vergessen, weil du in meinem Herzen bist. Kann dich nicht vergessen, denn du musst es vorgehen. Kann dich nicht vergessen, muss an deinem Grab stehen. Ich kann dich nicht vergessen, weil du in meinem Herzen bist. Kann dich nicht vergessen, weil du in meinem Herzen bist. Kann dich nicht vergessen, denn du musst es fortgehen. Kann dich nicht vergessen, muss an deinem Grab stehen. Ich kann dich nicht vergessen, weil du in meinem Herzen bist. Kann dich nicht vergessen, weil du in meinem Herzen bist. Kann dich nicht vergessen, denn du musst es fortgehen. Kann dich nicht vergessen, muss an deinem Grab stehen. Ich kann dich nicht vergessen, weil du in meinem Herzen bist. Kann dich nicht vergessen, weil du in meinem Herzen bist. Kann dich nicht vergessen, denn du musst es fortgehen. Kann dich nicht vergessen, muss an deinem Grab stehen.